So, wie funktionieren Paradigmen? Hier im Paradigmen-Menü kann man auswählen, ob man das automatisch generieren lassen will oder manuell. Ich mache es manuell. Das erste ist einfach nur ein Placeholder, der ist nicht wichtig. Die wichtigen kommen alle danach erst. Deswegen ist hier der hier auch ausgewählt. Das ist der erste. Das ist der, wenn der Kampf anfängt, dann ist der hier auch aktiv. So. Und zwar gibt es Brecher, Verheerer, Verteidiger, Manipulator, Augmentor, Heiler. Brecher ist da, um physischen Schaden anzurichten. Verheerer ist da, um magischen Schaden anzurichten, aber auch dafür, um die Schockanzeige am schnellsten zu füllen, hauptsächlich. Der Brecher behält dann die, also hält die dann konstanter, diese Schockanzeige vom Gegner. Verteidiger hat nichts mit der Schockanzeige zu tun, aber er verteidigt einfach. Manipulator gibt den Gegner Debuffs. Augmentor gibt euch Buffs und Heiler heilt. So, das sind die Grunddinge. Aber für die Schock, es geht hauptsächlich geht es hier nur um diesen Schockzustand. Und da sind eigentlich nur die zwei ersten wichtig. Mit Verheerer füllt ihr sie auf. Und mit Brecher sorgt ihr dafür, dass sie nicht wieder so schnell absinkt. Beziehungsweise alles, was ihr mit Verheerer aufgebaut habt, verloren geht. Und gleichzeitig, wenn die Schockanzeige auf 100% ist, also wenn der Gegner im Schockzustand ist, dann macht ihr mit dem Brecher am meisten Damage. So, deswegen habe ich das hier so aufgebaut. Im Normalfall könnte man auch dreifach Verheerer machen, weil am Anfang des Kampfes will man, dass die Schockanzeige vom Gegner gefüllt ist. So, ich habe da jetzt aber einen Brecher dazu gemacht, weil es gibt Gegner, da geht die genauso schnell wieder weg. Und das will ich nicht. Deswegen, wenn die jetzt von zwei Verheerern voll schnell aufgeladen wird und wieder runtergeht, aber dann der Angriff des Brechers kommt, dann geht die viel langsamer wieder zurück. Dadurch kommt man dann besser an die 100%. Dann habe ich hier Brecher, Brecher, Verheerer, weil das ist für den Fall, sobald diese 100% erreicht werden, will man so viel Damage machen wie möglich. In dem Fall sollte man eigentlich dreimal Brecher drin haben, aber Vanille macht als Verheerer trotzdem am meisten Damage. Deswegen ist sie hier Verheerer. So, und zwischen den zweien wechselt man eigentlich. Schockanzeige auffüllen, Damage machen. Schockanzeige auffüllen, Damage machen. Das ist alles, was man im Kampf macht, die ganze Zeit. Das hier, die hier sind für Ausnahmezustände gedacht. Wie gesagt, Augmentor sorgt dafür, dass ihr Buffs bekommt im Fall von der Gegner ist darauf spezialisiert, euch mit Gift wegzufetzen, mit irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen magischen Zuständen. Deswegen bufft ihr euch damit ihr gegen das geschützt seid, damit ihr einen stärkeren Angriff, eine stärkere Verteidigung habt, sonst was. Und ein Verteidiger, weil diese Buffs sind ja weder Angriff noch Verteidigung. Und er muss es eingeben, der die Gruppe schützt, davor schützt, gekillt zu werden. Deswegen ein Verteidiger. Dasselbe ist es genau wie beim Manipulator. Alles, was ihr macht, ist den Gegner zu debuffen. Und ihr müsst aber aufpassen, dass währenddessen diese Gruppenmitglieder nicht gekillt werden. Deswegen der eine Verteidiger. Man könnte jetzt auch sagen, ja, warum machst du da Heiler nicht rein? Aber wenn der die ganze Zeit nur heilt, dann ist er ja selbst schutzlos und das bringt nichts. Und der Verteidiger schützt sich hauptsächlich und heilt nebenher die anderen noch. Und für einen Extremfall, wenn ihr denkt, okay, ich verkacke gerade komplett, ich darf aber nicht verrecken, ein Dreifachheiler. So dass ihr schnell auf 100% kommt und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Beziehungsweise hier habt ihr euch so viele Buffs gegeben, dass keine mehr hinzugefügt werden können. Wieder von vorn anfangen, habt ihr den Gegner so krass gedebufft, dass er keine andere Zustandsveränderung mehr kriegen kann. Wieder von vorn anfangen. Immer die zwei hier im Kreis. Das versuche ich jetzt praktisch darzustellen gegen einen Gegner, der nicht direkt verreckt. Deswegen hier der Behemoth. So, da fangen wir mit der ersten Klasse an.
Und nice to know ist, man kann jetzt einfach Dreieck drücken und dieses Laden hört einfach mittendrin auf. So, da seht ihr, ich wurde gerade mit Gift vollgepumpt. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt zu Buff-Section rüberspringen, aber das ist nicht nötig. So, wir sind jetzt hauptsächlich, ich drücke jetzt Dreieck. Seht ihr, da hat es nur bis dahin aufgeladen. Was wir jetzt hauptsächlich machen müssen, ist so viel Verheerer-Scheiß auf den abfeuern, bis diese Anzeige da oben rechts gefüllt ist. Ich glaube, der wird aber davor leider schon verrecken, weil er insgesamt zu schwach ist gegen mich. Ja. Und im Normalfall, wenn das jetzt auf 100% wäre, würde ich hier jetzt auf hauptsächlich Angriff übergehen, um den fertig zu machen. Aber ja, so funktioniert es im Endeffekt.